Man sagt dir, wir haben hier ein Video von Stay oder Slay, wie heißt das? Ich kann natürlich wieder nichts hier auf Englisch aussprechen, weil viele haben danach gefragt, war schon das Lad Lustig Video Statement, weil ja der Titel vom Stream so heißt und wir sind jetzt schon eine gute Stunde online. Stay, Englisch, genau. Und das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall an. Was haben wir jetzt hier? Ja, 400 Zuschauer, bla bla bla. Okay, wir gucken uns das Video jetzt an. Zum Statement, beziehungsweise nochmal, was andere YouTuber mit einer etwas größeren Reichweite zu der Ron-Sache sagen, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ja, also Ron Bilecki muss aufhören zu saufen, Digga. Es reicht. Es ist Schnauze voll, das Internet lang genug zugesehen. Ein paar dumme junge 14-Jährige klatschen an die Handy, wenn er der Tornado macht. Aber jetzt geht eine Ansage an Ron Bilecki. Verdammte Scheiße, Digga. Nee, es reicht wirklich. Jetzt Ansage an Ron Bilecki ist scheißegal jetzt. Es gibt da so ein Video auf YouTube und da sieht man das relativ gut, was denn ja jetzt das Problem ist. Und ja, du siehst, die Casting-Couch ist da für Gäste. Wenn Gäste kommen, die haben ihren Platz. Dann werden wir hier mal eine andere Ansage machen. Hat damit angefangen, Herr Hurensohn. Normalerweise muss er auf die Fresse kriegen dafür. Los. Mach doch mal. Probier doch mal. Geh doch mal raus. Probier doch mal. Probier doch mal. Oder bei Ron im Sommer Skifahren, Alter, ganz klar. Ich gehe. Ja, wir können ein Foto machen. Ja, klar, Papa. Komm, wir müssen uns mit so Geringverdienern nicht abgeben. Komm. Komm, schnell, was verdienst du denn im Monat? 1500 Euro, die pisse ich! Die pisse ich! Die pisse ich raus, Alter! Die pisse ich! Das war für mich wirklich. Scheiß mal auf das HS-Wort, scheiß mal auf verpiss dich und alles. Aber das war einfach ekelhaft. Dieses gucken, wie viel ein Mensch verdient und ich pisse das raus und das war ekelhaft gemacht. Wirklich. Stay ist selbst so ein Lelek, macht immer einen auf Moralapostel. Ich kenne ihn nicht. Das ist das erste Video, was ich von ihm sehe. Ja, sage ich auch ganz ehrlich, wäre da ein anderer, ne? Würde nicht gut ausgehen für Ron. Wäre der Falsche da, würde der ordentlich einen auf die Schnauze kassieren, Digga. Nicht raus, du Geringverdiener. Das ist ein Geringverdiener. Das ist ein Arschloch. Ich gehe eigentlich noch nicht nach Hause. Weißt du, was ich mache? Ich bestelle mir 20 Dom Perignon jetzt. Die verdient so 30 Monaten. Ekelhaftes Verhalten, Digga. Ehrlich. Ich meine, jeder hat sich meinem Suff daneben benommen. Also Leute, die wirklich ordentlich getrunken haben, wissen, was ich meine. Ja. Aber das ist schon, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist schon ekelhaft. Würde ich nicht tun. Würde ich überlegen. Ich würde das Handy am liebsten zu Hause lassen. Mit der Kapuze, dieser Penner. Ich hab Flair auf die Schnauze gehauen. Der hau ich auch noch auf die Schnauze. Hau auf die Schnauze! Ich hab Flair auf die Schnauze geholt! Weißt du, wie du Penner! So, weil ich im Monat 300.000 Euro verdiene! Du Geringverdiener! Komm, Papa! Geringverdiener, du! Muss nicht sein! Muss nicht sein! Sowas mag ich nicht! Ey, mein Vater, wenn mein Vater neben mir stehen würde und ich würde so rumschreien, mein Vater hätte mich geklatscht! Der hätte mir eine polnische Brückhandklatscher gegeben, Alter! Manchmal raste ich auch aus, wenn so ein Typ... Aber was ich an dem Video richtig lustig finde, zwischendurch kommen Fanboys, fragen ihm nach dem Bild und er macht einfach Fotos mit dem. Geil. An der scheiß Kapuze mit seinem 500 Euro Monatslohn so ein Hurensohn ist. Du bist der größte Hurensohn der Welt. Verpiss dich doch. Weißt du, wer deine Mutter ist? Weißt du, wer deine Mutter ist? Meine Fahrerin, du Hurensohn. Also... Der war gut, aber ekelhaft. Also wirklich unterste Schublade, Freunde. Ekelhaft. Bergknight96, danke dir fürs Prime-Abo. Für den Fall, dass man Ron Bilecki nicht kennt, ich bin auch nicht großer Ron Bilecki-Konnoisseur. Das bedeutet, ich kann nicht genau sagen, wann der mal wieder stinkbesoffen ist. 445 Zuschauer, was geht ab, Freunde? Ihr seid doch irre, Alter. Schon 100 mehr als letzte Woche. Hammer. Ich weiß aber, dass der dafür berühmt ist oder dass er dafür gefeiert wird, dass er seinen Hype erlebt, weil er stinkbesoffen ist. Also man muss das vielleicht mal in den entsprechenden Kontext setzen. Der Grund, warum dieser Mann populär ist und der Grund, warum der Mann sehr viel Reichweite generiert, ist, weil er betrunken ist. Weil er gerne viel betrunken ist. Und das mit diesem Tornado-Move. Das ist so das Meme-Ding, was ihn dann angezündet hat, wo viele Leute da hinterher sind. Starker Alkoholkonsum, so ein bisschen aus der Inscope-Richtung. Ja, Stanger 92, du sagst es.
habe ich locker gemacht mit 20, ohne den Geringverdiener-Spruch. Da war ich selber Geringverdiener. Ja, ich habe es ja auch in dem Video gesagt, heute auf YouTube. Ich habe mich früher auch oftmals daneben benommen. Unfassbar, wenn ich die Zeit zurückspulen könnte, ich würde es nicht tun. Ich schäme mich zutiefst, Alter. Ich war jetzt nicht so fair drauf. Ich war irgendwo noch schlimmer, weil da wurde es auch gewalttätig bei mir sehr, sehr oft. Aber ich bin keinesfalls stolz auf. Und wenn Ron in 10 Jahren dieses Video sieht, wenn Ron das Video in 10 Jahren sieht, er wird sich abgrundtief schämen, Freunde. Wirklich, er wird sich schämen. Und wird auch gerne in YouTube-Videos verarbeitet. Das ist ja bei Content-Creatern im Rahmen des Freundeskreises ganz normal. Da wird halt alles zur Schau gestellt, was in irgendeiner Form, wie sagt man, was man zur Schau stellen kann. Damals ist halt mehr so Fitness. Ja, die hätten Ron auf dem Kiez, hätten die den alles, seinen ganzen Schmuck abgenommen, den auf die Schnauze gehauen, komplett. Ist gewesen jetzt komplett. Er ist halt, sagen wir mal, professioneller Alkoholiker. Das ist aber überhaupt nicht das Problem. Von mir aus soll der sich totsaufen. Ist mir doch scheißegal. Weil es viel zu viele abgestürzte Motherfucker da draußen gibt, die durch einen starken Alkoholkonsum einfach sagen, sie wollen halt auf über kurz oder lang eher ein kurzes Leben haben. Und ich meine, wenn das ihr Leben inshallah ist, dann sollen sie das machen. Ja, dann sollen die das einfach, sollen die einfach sagen, okay, alles klar, dann sauf dich halt tot. Was soll ich tun? Ja, was soll ich tun? YouTube zu leise? Was erzählt ihr da? In diesem Zusammenhang geht es aber... Okay, warte mal. Ich habe nichts verstellt am Ton, Freunde. Aber eher weniger um den Konsum per se, sondern es geht darum, dass der Typ halt genau die Reichweite hat, die er hat. Und jetzt muss man mal sagen, die kommt... Wie kann man eigentlich als Alkoholiker 300.000 im Monat verdienen? Muss ich anfangen zu saufen? Nein, man lass es. Nein, man lass es, Alter. Kombination aus starkem Alkoholkonsum, dieser aggressiven Grundhaltung und da habe ich ein großes Problem für, dieser absoluten asozialen Attitüde, die jeden, der ein Normalverdiener ist, als den absoluten Schmutz bezeichnet. Das kann, also da werde ich wild. Also würde ich auch, da wäre ich auch fuchsteufelswild. Fuchsteufelswild in der Form, in der man einfach auch nicht mehr die, da setzt halt alles aus, Digga. Die Leute, denen man vor der Kamera exemplarisch anschreit, dass die doch nur so Geringverdiener sind, sind halt die Leute, die ihn berühmt machen. Du dummer Idiot. Ich kann es fast nicht in Worte fassen, ohne dass ich hier direkt auf Mutter gehen muss, so wie er auf Mutter gegangen ist. Aber gerade explizit für diesen Fall ist es wichtig, das mal hervorzuheben. Der ist halt einfach ein Assi und das ist okay, ein Assi zu sein, aber er ist ein Assi mit Reichweite. Komplett. Farid beispielsweise, größter Assi, den man kennt. Bestes Beispiel, aber er macht es mit Humor. Der geht auch unter die Gürtellinie, was alles noch Humor, aber das, was er getan hat, dass er auch noch live gegangen ist, bescheuert, Digga. Und wir reden jetzt hier davon, von so einer Reichweite, dass man denkt, man muss diesen Scheiß nacheifern. Aber muss man gar nicht. Man muss dem Scheiß nicht nacheifern. Aber erklär das mal einem 12-Jährigen. Erklär das mal einem 10-Jährigen. Erklär das mal einem 14-Jährigen. Die als Zielgruppe genau diese Ron Bilecki-Scheiße voreifern. Bruder, das ist halt nicht nur ein Totalabsturz. Und nochmal, ein Totalabsturz ist für mich scheißegal, weil ich bin nicht für... Junge, dieses Hintergrund bei dem, ne, triggert mich voll. Also das sieht aus, als ob der so Spielzeuge auspacken würde. Diese bunten Hintergrundbilder bei dem hier. Verantwortlich für seine Entscheidung, sich am Tag abzuschießen, jeden Tag abzuschießen. Ist okay. Grundsätzlich habe ich ein Problem mit der Verherrlichung von Alkohol, aber was ich ganz großes Problem habe, ist die Tatsache, wie weit man von der Realität weg ist. Wie weit man von der beschissenen Realität weg ist. Von der Realität, dass diese Normalverdiener, diese Geringverdiener, diese 1500 Euro im Monat habenden Menschen halt nun mal der große Durchschnitt dieser Menschheit ist. Und wenn man Leuten vorgibt, ein Leben zu führen, das weit über diesem Standard heraus... 451 Zuschauer, Wahnsinn, Digga. Ist. Mit 300.000 Euro im Monat, mit ich vertrinke 30.000 Euro am Tag oder in 2 Tagen, I don't fucking know, dann ist das halt vielleicht ein bisschen der Fall. Ich weiß nicht, wer das ist, er macht hier einfach nur ein Statement zu ihm, das gucken wir uns gerade an und quatschen selbst gleich ein bisschen über Ron, seine Aktion. Schon Maßstab. Es ist wieder dieser Moment, wo ich mir denke, Bruder, warum bin ich eigentlich ein Typ, der eine Zielgruppe hat, die älter ist? Und ich weiß genau, warum ich ein Typ bin, der eine Zielgruppe hat, die älter ist. Weil wenn ich so einer abgefuckten 14-jährigen verblendeten Idiotensau sagen würde, dass das nur in den... Ist das Alexikon? Alexikon in der tiefsten Massephase, Alter. Geil, 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 geil. Ich muss gerade schon lachen bei Wesley Snipes,
und Schwarzwald-Jonah. X Jonas XY, danke dir fürs Prime-Abo, mein Lieber. Tod führt, würde der halt sagen, cringe, Bro, das ist aber cool. Und ich denke dann, ja, aber es ist auch ultimativen Todesschein so. Das ist auch nicht realitätsgetreu. Wenn du den ganzen Tag in deinem Leben glaubst, dass du es nur geschafft hast, wenn du 100.000 Euro im Monat, 150.000 Euro im Monat, 200.000 Euro im Monat, Bruder, selbst 10.000 Euro im Monat, 20.000 Euro im Monat, werden die meisten nicht erreichen. Das ist okay, weil es einfach auch ein unverhältnismäßig hohes Einkommen mit einem unverhältnismäßig hohen Lebensstandard ist. Das ist nicht der Standard, es ist nicht feierbar, es ist überhaupt nicht normal. Und dieser Typ soll... Ja, am Ende landen wir sowieso alle in demselben Loch. Deswegen, das ist das, was ich meine. Es ist scheißegal, was Ronda gesagt hat. Am Ende landen wir in demselben Loch. Hugh, Sava, danke dir fürs Prime-Abo, Digga. Vielen lieben Dank. Sollte sich nochmal endlich in eine Entzugsklinik begeben. Nicht, damit er sein eigenes Leben schützt. Scheiß doch da drauf. Wenn er sich totsaufen will, soll er sich totsaufen. Aber solange der nur einen verfickten Zuschauer hat, dem der den ganzen Alkoholkonsum predigt... Hansdorf, danke dir für 2 Euro, mein Lieber. Vielen lieben Dank für den Support. Und die Tatsache, wie Lifestyle-mäßig leger sein Leben ist. Medic, aufs Statement haben wir noch nicht reagiert, das kommt direkt nach dem Video. Ist, dann muss man da halt mal intervenieren. Und intervenieren muss man da nicht nur als ich, sondern intervenieren muss da jeder verfickte Wichser, und nenne ich es einfach so, die es bis jetzt verpasst haben, ihren Freund oder ihrem Lebensabschnittsgefährten oder wie auch immer die sich benennen, die Typen, denen sie für Content instrumentalisieren, mal eine Blutgrätsche zu geben, um zu sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht... Freunde, ganz kurz, ich lasse weiterlaufen, ich höre das Video auch, ich putze mir eben die Nase, Alter, ich habe voll den Schnodder heute, verdammte Schande. Weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Was soll das? Was soll das? Dass der säuft, ist doch scheißegal. Aber die ganzen Inscopes und die ganzen Leute, die da mit dem rumhängen, die sollten halt einfach mal ganz am Ende sagen, ey, das reicht. Es muss reichen. Ansonsten ist das halt genau so eine Content-Freundschaft, wie alles da draußen eine YouTube- und Content-Freundschaft ist. Denn solange man Content miteinander produzieren kann und miteinander voneinander profitiert, ist alles fein und alles gut. Aber sobald Probleme auftauchen, ist es dann erstmal wieder vorbei. Aus unerklärlichen Gründen ist es cool auf YouTube, Leute zu feiern, wenn sie ekelhaft und unbegründet reich sind. Ich weiß nicht, wieso das cool ist. Ich weiß nicht, wann es cool geworden ist, Leute dafür zu feiern, wenn sie nichts dafür getan haben. Hier, von seht ihr? Hähnchen, Reis und Eiver. Schöne Eiver. Hansdampf, mein Lieber, ich habe mich bedankt bei dir. Danke dir für die Donation, Alter. Sehr, sehr korrekt. Natürlich, ich bedanke mich hier für alles, mein Bester. Anhaben, sich das zu verdienen, was sie haben. I don't f***ing know. Wir feiern heutzutage nicht mehr Ärzte, sondern wir feiern irgendwelche dahergelaufenen YouTuber, die sich Reichweite erarbeitet haben, indem sie schnell ein Bier austrinken können. Goas, ich check das nach dem Livestream ab. Ich habe wirklich nach dem Sonntagsstream extrem viele Nachrichten bekommen. Wahrscheinlich ist dein Nachricht untergegangen. Schreib mir bitte jetzt noch einfach nur ein Ausrufezeichen. Ey, okay, wenn das der coole Standard ist, verstehe ich nicht. Bin ich zu alt für mit meinen 43 Jahren? Bin ich wirklich zu alt für? Das ist so eine Trash-TV-Scheiße, mit der ich nicht mehr wirklich connecten kann. Aber dass es immer weiter und ab Absurdum geführt wird, also jetzt geht es ja nicht mehr nur um Reichtum, sondern jetzt geht es in die absurde Richtung, dass die eigene Denunzierung der vollkommen oder eigene Deklassierung und der eigenen Bezeichnung des absoluten Geringverdiener-Schmutzlebens trotzdem noch gefeiert wird. Digga, das ist nicht erstrebenswert, was da vorgelebt wird. Der soll sich mal raffen mit seinem Fahrer. Und ich meine, der kann den ganzen Tag auf Mutter... Ja, reicht jetzt, Alter, oder? Der geht da ordentlich ab auf den Ron. Schon fast den Roid Rage. Aber ich denke mal, das reicht. Der hat ja wirklich nichts hier neu erfunden. Reicht mit dem, ja. Ihr seht es auch so. Wir gucken uns jetzt einmal kurz... Cool, Entschuldigung. Wir gucken uns jetzt einmal kurz... Rons Statement dazu an, was er da gemacht hat. Der hat ein kurzes, knappes Statement verfasst. Einfach nur auf Instagram. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So. Das ist es, glaube ich, nicht. Es war eine WhatsApp-Story, denke ich mal. Es ist weg. Es ist weg, Freunde. Ich gucke nochmal woanders.
Jon Kitsch, danke dir fürs Prime-Abo, Digga. Vielen, vielen Dank. Ron, wenn einer weiß, wo man das Statement findet, wir gucken uns nur das Statement hier an, wir lesen es vor. Ja, Rocker hat ihn auch rausgeschmissen. Kurz und knapp, hatte 2-3 Bierchen zu viel Intus und hab Sachen gesagt, die falsch verstanden worden sind. Jemand hat meinen Vater mehrmals dumm angelabert auf der Veranstaltung und daraufhin habe ich halt aus Emotionen heraus jemanden beleidigt. Bin rausgeflogen und weil ich grob angepackt worden bin von der Security, obwohl wir ruhig rausgegangen sind, aus Angst den Livestream gestartet, weil ich Stories kenne, wo andere am nächsten Tag im Krankenhaus aufgewacht sind. Okay, also er ist quasi live gegangen, damit er Beweise hat, falls was passiert. Okay, das ist hier seine... Aber 2-3 Bierchen zu viel, Digga. Nein, was für 2-3 Bierchen, 2-3 Nasen zu viel, Alter. So, bla 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 bla. Wollte niemanden anderen mit meiner Wortwahl beleidigen, außer den Security. Aber am Ende wäre eine andere Wortwahl und 2-3 Bierchen weniger besser gewesen. Okay, hiermit entschuldige ich. Einige machen gerne aus einer Mücke einen Elefanten. Danke für euer Verständnis. Digga, kurz und knapp. Nicht mal ein Video, gar nichts. Entschuldigt kurz, danke fürs Verständnis. Das war's, ne? Dass da sowas von Ron kommt, hätte ich mir auch, habe ich auch gedacht, Digga. 1-2-3 Gramm zu viel, ja. So. Ich denke mal, das reicht zu der Thematik, oder? Was sagt ihr, Freunde? Reicht mit der Thematik. Ich denke mal, das ist jetzt durchgelutscht, durchgekaut. Ich habe ein Video dazu gemacht auf meinem Kanal. Ron nimmt Beispiel von Charlie Sheen. Ja. So, besoffen, niemals live gehen. Freunde, Regel Nummer 1, besoffen, lasst euer Handy am besten zu Hause liegen oder geht nicht dran, lasst es da im Schrank, wo es auch hingehört. Ja, besoffen, niemals ans Handy gehen, Freunde. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.